Livestream ist gestartet. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Laravel Dach Meetup 2021. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut überstanden. Ich hoffe, euch geht es den Umständen entsprechend gut. Alle sind gesund und munter. Und ihr habt euch alle hier schön muckelig vor dem Rechner zusammengefunden mit eurem Lieblingsgetränk und vielleicht ein paar Keksen oder was auch immer ihr bei so einem Online-Meetup gerne verzehrt. Und ja, wir haben heute wieder ein kunterbuntes Programm für euch vorbereitet. Dazu nochmal eben ganz kurz der Ablauf. Das funktioniert bei uns immer wie folgt. Wir haben jetzt gleich so ein paar kurze und noch kürzere Vorträge, so ein bisschen, um so reinzukommen. Ein bisschen was Neues kennenzulernen, ein bisschen Anregungen zu kriegen für den späteren Austausch. Und das wird jetzt, denke ich mal, so die nächsten ungefähr halbe Stunde bis 45 Minuten irgendwie rum, wird das so gehen. Und wenn wir damit durch sind, dann werden wir weiter wandern. Und zwar wandern wir auf den offiziellen Discord-Channel. Das können wir aber am Ende nochmal sagen, wo genau ihr dahin müsst, sofern ihr nicht schon längst auf dem Discord-Channel drauf seid. Da haben wir so ein paar Channels, da könnt ihr dann reinjoinen und da können wir noch ein bisschen schnacken und uns unterhalten über das, was wir hier gleich hören werden oder einfach ganz generell über Laravel und alles, was es da so oben zugibt. Ja, und das soweit zum Ablauf und wie das hier bei uns so läuft. Und dann kann ich euch ja verraten, was heute bei uns so ansteht, sofern ihr das nicht schon auf Twitter gelesen habt. Und zwar haben wir zuerst mal einen ganz kleinen Vortrag von Lennart Carstens-Behrens. Der erzählt uns etwas über das Admin-Panel LitStack. Und dann kommt Alexander Wulff, der erzählt uns ein bisschen was über Integration von CLI-Anwendungen in Laravel. Sein Vortrag hat den Titel Flash the Bash. Und last but not least haben wir yours truly Marvin Raabe, der erzählt uns, warum man Tailwind CSS nicht benutzen muss, besser gesagt. Aber was er genau damit meint, das würde euch sicherlich dann gleich selber erzählen. Ja, und wenn es sonst von den anderen Anwesenden hier keine Anmerkungen gibt, dann würde ich jetzt einfach das Zepter quasi weitergeben an Lennart. Der wird jetzt sein Screen sharen und wird uns dann direkt zu LitStack entführen. Und dementsprechend würde ich dann einfach mal sagen, viel Spaß mit dem ersten Vortrag von Lennart. Ja, danke Lars. Ja, ich fange einmal an, den Bildschirm zu übertragen. Mal gucken, Bildschirm freigeben, teilen. Genau, also ich erzähle euch heute was zu dem Admin-Panel-Framework LitStack. Das ist ein Open-Source-Projekt, das ich zusammen mit meinem Cousin 2018 angefangen habe. Janis, der andere von uns beiden, der ist leider heute nicht da, denn er hat gerade frischen Nachwuchs bekommen und ist dementsprechend im Vaterschaftsurlaub. Ja, 2018 haben wir das Framework angefangen. Und zwar haben wir einfach aus dem Grund, dass wir in vielen Kundenprojekten die Anforderungen hatten, verwaltbare Admin-Panels zu bauen. Und es nicht so richtig was gab. Zu der Zeit, glaube ich, gab es Nova auch noch gar nicht. Das wurde kurze Zeit später veröffentlicht. Wir haben einfach angefangen, eine eigene Lösung zu entwickeln und haben dann da auch immer weitergemacht, sozusagen, auch wenn es seitdem ja auch einige weitere auf dem Markt gibt. Und das möchte ich euch heute zeigen. So, hier seht ihr einmal einen Screenshot von einer CRUD-Übersicht oder einer Index-Übersicht. Ja, genau. Das ganze Framework haben wir bei der Firma Allewetter entwickelt. Das ist das Unternehmen, das mein Cousin gegründet hat. Da bin ich auch angestellt. Zurzeit als Werkstudent. Ich mache nämlich noch ein Studium als also zur Informatik. Und ich springe gerade noch ein bisschen schnell durch, um dann schnell zu den Sachen zu kommen, wo ich euch tatsächlich was zeigen kann. Denn ich habe auch nicht so viel Zeit heute. Also unsere Anforderungen waren auch von Anfang an eigentlich,
Skalierbarkeit, also dass in Kundenprojekten häufig die Anforderungen gewachsen sind mit der Zeit und das System, in dem wir gearbeitet haben, skalierbar sein musste, um diesen Anforderungen dann standzuhalten oder auch einfach Änderungen anwenden zu können. Es sollte erweiterbar sein. Das ist ja was das Laravel-Ökosystem auch so geil macht, die ganzen Pakete, die es gibt. Und ja, vor allen Dingen wollten wir in der Community oder durch die Community auch jetzt habe ich mich gerade verhaspelt. Genau, wir wollten auch selber Pakete schreiben und die Kompatibilität. Es sollte kompatibel sein mit einer API oder mit einer Blade-Apps, da wir verschiedene Anwendungen entwickelt haben. Und es sollte in die passenden Datenstrukturen reinpassen. Also, was man vielleicht von WordPress kennt, dass es Datenstrukturen gibt, die überhaupt nicht flexibel sind oder die man nicht migrieren kann in andere Systeme. Und deswegen wollten wir einfach mit den Laravel Models arbeiten. Dann kommt das UI, UX. Wir wollen Systeme oder ein Layout bieten, das die Kunden verstehen und nicht einfach aussieht wie eine Bearbeitung von einer Datenbanktabelle. Und es sollte natürlich Open Source sein, weil wir vor allen Dingen von vielen Open Source Projekten profitieren und was zurückgeben wollen und vor allen Dingen dieses Projekt dadurch ja auch viel weiter, viel schneller wachsen kann und viel besser wachsen kann. Hier einmal eine kurze Übersicht über die Features. Es gibt CRUD, einfach die Bearbeitung von Models. Dann gibt es Form für flexible Datenstrukturen. Das ist einfach für Seitencontext, wie zum Beispiel die Home-Seite, die Startseite. Da hat man flexiblen Content, der wächst und der nicht von Anfang an klar definiert ist. Es gibt Actions. Damit kann man Aktionen für Models, für ein oder mehrere Models mehrmals ausführen oder an verschiedenen Orten platzieren. Es gibt Charts, Permission Management, Translation Management. Es gibt Code-Driven Configuration, dass die Configuration mit dem Code deployed wird und nicht in der Datenbank liegt. Und es gibt Inline-Fields, das heißt, die Felder, die man in CRUDs verwendet, kann man auch in Index-Tabellen verwenden. So, und dann will ich auch direkt mal rüberhüpfen die Ansicht oder in eine Demo. Und zwar haben wir hier die Demo, die ist auch live oder die ist auch online erreichbar. So sieht das Ganze aus. Ich habe hier einmal die Felder. Das sind einfach Formfelder, in denen man Model-Attribute bearbeitbar machen kann. Hier einmal wahrscheinlich interessant ist der What You See is What You Get Editor. Da nutzen wir, wie heißt der von, jetzt mir der Name nicht eingefallen. Der Date Picker, Date und Time und noch verschiedene andere. Und was es bei uns auch gibt, ist das Blockfeld. Das ist interessant für wiederverwendbare Formfelder und Repetitive Content. Also um auf einer Seite beispielsweise Bilder und Texte hinzufügen zu können oder auch einfach eine Kollektion von Formfeldern. Hier kann ich jetzt beispielsweise einen Text hinzufügen, dann ein Bild und nochmal ein Bild. Und hier könnte man beispielsweise auch ein Bild und einen Text hinzufügen, je nachdem, was in der Codebase halt konfiguriert ist. Dann haben wir Relationen. Das ist eine klassische Ansicht eines Relationsfelds. Hier kann ich beispielsweise Orders hinzufügen oder auch wieder entfernen. Hier ein Relationsbeispiel mit Inline-Fields. Hier kann ich Öffnungszeiten verwalten. Hier werden zum Beispiel auch Spalten direkt aus der Datenbank gelöscht. So braucht man nicht eine eigene Indexseite für einen CRUD, sondern kann die Relation direkt hier verwalten.
Dann gehe ich mal zu einem Beispiel, hier eine CRUD. Hier hat man Products, einfach eine Indexansicht. Dann die Detailseite mit den Formfeldern und beispielsweise noch einer Übersicht und Bildern. So, dazu kann ich euch auch direkt mal die Codebase zeigen zu diesem CRUD. Im Backend sieht das Ganze so aus, es wird einfach konfiguriert. Hier ist die Tabelle, gehe ich nochmal in die Tabelle. Genau, hier haben wir als beispielsweise die Image-Spalte. Können wir sehen, es wird die URL aus einem Attribut geholt. Dann wird der Titel angezeigt, sortierbar nach Titel. Und hier werden State-Badges angezeigt. Dann in der Detailübersicht die Formfelder, Inputfelder. Das Ganze sieht ähnlich aus wie in Nova. Das, denke ich, kennen viele. Dann die Charts. Und dann möchte ich euch noch eins oder zwei unserer Pakete zeigen, die wir entwickelt haben über die Zeit. Und zwar einmal ist es ein Translation Manager. Hier können wir direkt Übersetzungen verwalten, hier in den verschiedenen Sprachen. Und, dann haben wir hier noch eine Anbindung an Google Maps. Kann ich eine Location wählen, beispielsweise Leipzig, speichern und dann wird die Latitude und Longitude gespeichert und auch verschiedene Adressdaten. Genau. Ja, das war es auch im Prinzip schon. Das war eine kleine Übersicht über das Projekt, an dem wir arbeiten. Und dann gebe ich mal wieder zurück. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Das war sehr aufschlussreich als ersten kleinen Einblick, würde ich sagen. Ich denke mal, Dokumentation und so weiter ist auch alles online erreichbar. Das heißt, wer da jetzt ein bisschen genauer reingucken will, der kann das wahrscheinlich auf eigene Faust machen, richtig? Genau. Ja, unter litstake.io, das ist die Domain. Ansonsten alles klar. Auf github.com/litstake. Okay, cool. Dann vielen Dank an dich für den Vortrag und dann würde ich sagen, gehen wir ohne große Umschweife direkt weiter zur zweiten Person. Das ist Alexander Wulff. Hallo Alexander und der erzählt uns was über CLI-Anwendungen in Laravel. Dann viel Spaß, würde ich sagen und ja, leg los. Okay, seht ihr meinen Bildschirm und hört ihr mich? Sind zwei wichtigsten Sachen. Ja, ich kann beides bestätigen. Okay, das ist super. Und zwar, ja, auch von mir erstmal hallo kurz. Und zwar wollte ich heute euch etwas über die Integration von Kommandozeilenanwendungen in Laravel erzählen. Also als erstes werden wir da mal ganz kurz auf die Motivation eingehen, also warum wir das überhaupt machen. Und dann, ich meine, das Thema, das ist, wie ungefähr alles hier, lässt sich nicht in so 15 Minuten abhandeln, sondern das braucht schon ein bisschen mehr Zeit. Deshalb schneiden wir das ganze Thema nur an und mal und schauen uns mal ein paar Fallstricke beziehungsweise ein paar nützliche Kniffe an. Für den Fall, dass es sich jetzt jemand danach nochmal anschaut und Fragen hat, also die jetzt nicht im Live-Chat gestellt werden können, so könnt ihr mich erreichen. Ich beantworte sie gerne und falls ich nicht antworte, dafür bin ich auch berühmt unter meinen Freunden, einfach nochmal nerven. Ja, viele von euch fragen sich jetzt, warum zum Kuckuck sollte es mich interessieren, warum ich Kommandozeilenanwendungen einbinden kann in Laravel. Naja, also, ich zeige euch jetzt ein paar Sachen und danach möchte ich, dass ihr mal in den Chat so schreibt, was die alle so gemeinsam haben. Also, wir haben zum Beispiel FFmpeg für die Videomanipulation bzw. Bearbeitung. Docker kennen wahrscheinlich auch viele zur Orchestrierung von Containern. Dann Ansible, wer im Telegram-Channel die ganzen Deployment-Diskussionen regelmäßig verfolgt,
wird es auch kennen, das fällt auch wieder. Also das ist dann für automatisierte Deployments. Dann Pandoc, also um Dokumente zu konvertieren. YouTube DL sagt vielen wahrscheinlich auch was, um YouTube-Videos herunterzuladen. Also wenn jetzt beispielsweise jemand dann danach sich die Aufzeichnung dieses Meetups runterladen will und immer dabei haben will, hilft einem normalerweise dieses Programm. Dann schamlose Eigenwerbung. Brahms ist eine Kommandozeilenanwendung, die ich geschrieben habe zur Visualisierung von Musikstücken. Dann Lochmaster 4.0 CLI, also für die Elektroniker unter uns. Figlet zur Darstellung von Text als ASCII-Art und zum Schluss auch noch Machine Learning-Bibliotheken. Was haben denn die gemeinsam? Ich warte jetzt einfach mal ganz kurz, ob jemand irgendwas schreibt. Nee, okay. Gut, es sind alles Kommandozeilenanwendungen, beziehungsweise ja, okay, Lukas hat schon geschrieben, es sind alles Kommandozeilenanwendungen beziehungsweise Bibliotheken, die nicht in PHP verfügbar sind. Ja, also Lennart hat es gerade schon gesagt, es gibt ja teilweise, also die Erweiterbarkeit im Laravel-Ökosystem ist ja sehr groß, aber es gibt eben so Anwendungsfälle, wo das Ganze eben nicht gegeben ist. Ja, worauf sollte man denn geachtet werden, wenn man jetzt so irgendein Kommandozeilenprogramm verwendet und das einbinden will in PHP, beziehungsweise in seine Anwendung, oder wenn man selber teilweise auch eine Library gefunden hat und daraus eine Kommandozeilenanwendung machen möchte. Zum Ersten, das Beispiel ist jetzt mal aus Laravel Zero, gibt es oft so, wie heißt es, interaktive Menüs. Das heißt, ist halt sehr userfreundlich, aber nicht sehr gut, wenn man das Ganze mit einem Kommando laufen lässt, also mit einfach nur ein Kommando und ein Output will. Das heißt, kennen ja von euch viele auch bestimmt, die so ein, also das PHP Artisan Make Model kennt wahrscheinlich jeder von euch. Da gibt es ja auch zum Beispiel eine Flag für Now Interaction und alle anderen weiteren Sachen müssen dann über Flags geregelt werden. Also daran sollte man immer denken. Und dann zum anderen wird es oft noch als Tabelle ausgegeben, die Daten. Ich meine, das ist natürlich, wenn man es für einen menschlichen Benutzer macht, ist es natürlich richtig super, das so darzustellen. Aber das Ganze dann mit PHP zu parsen, ist natürlich auch nicht so einfach und deshalb auch zumindest noch schauen, dass man das irgendwie als JSON rauspumpt oder in einem beliebigen anderen Datenformat. Ja, aber wie geht man denn jetzt normalerweise vor, wenn man oder zumindest ich gehe mal davon aus, das macht ihr auch so. Wenn ihr irgendwas machen wollt, wovon ihr noch keine Ahnung habt, was ihr machen wollt, naja, Google. Und dann landen wir wahrscheinlich alle früher oder später bei Stack Overflow. Und Stack Overflow hat mich zuerst zu exec geschickt. Also das ist eine PHP-Funktion, mit der man externe Programme, also die nicht in PHP geschrieben sind, ausführen kann. Ja, ist eigentlich, man schreibt exec, dann das Kommando, zum Beispiel git commit und übergibt den, wenn man mag, noch ein Array, für wo dann halt alle Zeilen ausgegeben werden und gut ist. So, dann wollen wir das ja auch mal ausprobieren und wir sind fancy, wir sind ein junges Startup und wir bieten deshalb was as a Service an. Und was bietet man, wenn man jetzt hier Kommandozeilenanwendung einbinden will, was bietet man da as a Service an? Genau, die PHP CLI as a Service. Gut, also was können wir machen? Ist eine ganz einfache Anwendung mit Laravel Livewire. Wir sagen, gut, PHP und alles, was danach kommt, können wir hier eingeben und remote ausführen. Fragt mich nicht, wofür man das brauchen könnte. Man kann dann zum Beispiel hier anzeigen, naja, was ist die aktuelle PHP-Version oder die Hilfe. Also kennt von euch bestimmt jeder, wenn man PHP ausführt. Die Implementierung schaut dann folgendermaßen aus. Wir haben am Anfang ein PHP, weil wir wollen ja PHP ausführen. Und dann auch noch, also das sind die Daten, die in diesem Textfeld standen, die wir vorher über Livewire übergeben. Wir schreiben es zusammen, initialisieren noch ein Array für die Ausgabe, führen das Kommando aus. Und zum Schluss machen wir das halt wieder, dass das Ganze schön dargestellt wird und schreiben es in diesen schwarzen Box nebenan.
Und dass es true returned muss, ich habe es halt mit einem Match-Statement gemacht und nicht mit einem Switch-Statement. Also das ist nur mein persönliches Vergnügen hier. So, jetzt sind wir aber natürlich dann ein neugieriger, böser Nutzer und sagen dann, naja, vielleicht kann man ja in der Bash irgendwas vielleicht pipen oder so. Und dann machen wir das mal und siehe einer da. Man sieht dann, ups, ja, man kann dann auch noch weitere Befehle ausführen. Und ich meine, das öffnet jetzt dem Ganzen natürlich Tür und Tor. Jetzt steht sogar Laravel im Dateinamen und jetzt gerade hier bei uns hier. Wir wissen auch alle, wenn Laravel da ist, der Public-Ordner, wenn man einen Ordner weiter hochgeht und da gibt es ja dieses File .env. Dann schauen wir mal, können wir uns das .env anzeigen lassen? Ja, blöd. Und jetzt werden vielleicht manche von euch sagen, ja, aber ich lasse ja meistens nur Kommandozeilenprogramme irgendwo im Hintergrund ausführen und das, was jetzt da so dann da ist, das juckt mich ja nicht, das wird ja nicht direkt dem Nutzer angezeigt. Aber wenn wir jetzt noch curl verwenden und das Ganze dann noch, oder wget oder was auch immer, das Ganze dann noch an einen vorbereiteten Endpoint schicken, dann bekommen wir hier einen Fehlercode mit 200. Ich sehe gerade, Dennis Koch hat geschrieben, der hat ja gar kein Passwort für seinen Root-Nutzer. Das ist einfach nur die Default-ENV-Datei. Und dann gehen wir hier auf unsere Seite. Also das ist jetzt einfach, wenn wir jetzt ein böser Hackerman wären, wäre das jetzt unser anderer Server und sehen dann, aha, hier kann man das anzeigen, wurde es hingeschickt. Blöd. Dann geht man natürlich wieder zurück und schaut, was gibt es noch so, und dann kommt man schnell drauf, aha, man kann hier noch das Ganze irgendwie escapen, aber das schaut dann nicht mehr schön aus. Ich meine, wir entwickeln alle mit Laravel und nicht mit C, das heißt, wir wollen ja alle, dass es schön ist und nicht extremst kompliziert. Das heißt, man schaut so und kommt dann relativ schnell auf die Process-Komponente von Symfony. Symfony, ja, also ist auch schon direkt, also die Process-Komponente ist direkt auch in Laravel dabei. Das heißt, man muss nicht mal ein Composer-Require machen. Fühlt sich aber auch noch nicht so richtig schön an. Und deshalb habe ich mich dann auch nochmal auf die Suche gemacht und noch einen Wrapper darum gefunden. Wrapper im Sinne von Wrapper und nicht Wrap. Dieser Witz wird mir doch hoffentlich noch erlaubt sein. Und zwar schaut es dann alles schön aus, hat ein bisschen mehr Fluent Setters, Fluent Getter, also alles, was so das Herz als Laravel-Programmierer begehrt. Schauen wir es uns an, wie es jetzt hier dann implementiert ist. Wir fügen das wieder alles zusammen, was kommt, und lassen das wieder laufen, das Kommando, und lassen wir führen das Kommando wieder aus und holen uns dann den Output. Also wenn wir jetzt mal vergleichen mit dem, wie es hier oben aussah, schaut das schon viel schöner aus. Und dann schauen wir, also jetzt sind wir hier bei der Terminal-Version, ja, okay, inaktiv. Und funktioniert wieder. Aber wenn wir jetzt mal weiterschauen, ja, das funktioniert dann auch wieder. Also auch noch nicht ganz das, was wir wollten. Und deshalb gibt es noch dann die Möglichkeit, dass man dann noch Variablen escaped. Und zwar macht man dann davor ein with noch, und dann kann man entweder ein Array, wenn man mehr hat, oder wenn man nur zwei Sachen hat, kann man ja, also eine Sache, die man escapen will, kann man dem Ganzen dann noch den Namen User Submitted geben und dann einfach die Daten übergeben. Und dann muss man das halt hier so wie ein Blade-Template schreiben. Was aber hier jetzt wichtig ist, einfache Anführungszeichen, weil mit einem doppelten Anführungszeichen, dann denkt sich das hier, aha, ich sehe hier geschweifte Klammern, ich sehe ein Dollarzeichen, die Variable User Submitted finde ich nicht. Also das macht das Ganze hier im Hintergrund. Und dann probieren wir das Ganze natürlich auch nochmal aus, sagen, aha, wir wollen jetzt, dass man uns die PHP-Sache als Variable, als Service anzeigt. Ja, Service funktioniert super. Jetzt bin ich wieder der böse Nutzer und sage, ich möchte mir das aktuelle Working Directory anzeigen lassen. Ich hoffe, man hört es. Funktioniert nicht. Das heißt, auch wenn man, auch wenn wir jetzt hier
nicht direkt bei Datenbank mit SQL-Injection oder sowas arbeiten. Damit sollte man auch trotzdem, ist auch User-Input, auch escapen. Dann, das, was wir jetzt hier haben, funktioniert gut, wenn wir jetzt, sagen wir mal, so wenig Nutzer haben. Wenn wir jetzt, überraschenderweise PHP CLI as a Service, ja, wenn das ein riesiger Erfolg ist und das mehrere Millionen Menschen verwenden, dann muss man das Ganze ja skalieren und dann möchte man ja vielleicht auch das Ganze auslagern auf einen anderen Server. Ich meine, dann teilweise noch hinter einen Load Balancer oder was weiß ich was, da kann dann Lukas oder halt die Leute von Hetzner kennen sich da besser aus als ich. Aber ich hatte mal den Fall, als ich halt was geschrieben habe, wo halt die Bibliothek dafür nur in Go vorhanden war. Ich wollte das Ganze dann halt verwenden, habe halt eine Kommandozeilenanwendung geschrieben und habe dann auch noch gleichzeitig, weil es JSON zurückgibt, also es nimmt JSON als Argument und gibt JSON zurück, auch noch HTTP-Endpoints dahinter noch mitgemacht. Also dass man dann halt, wenn man die CLI und dann kann man auch direkt als REST-API verwenden. Das heißt, wenn jetzt viele Benutzer da sind, dass man das Ganze dann über HTTP-Requests einfach auf einen anderen Server auch noch mit auslagern kann. Ja, jetzt wollte ich aber halt auch, dass wir das Ganze voraussehend planen, dass das Ganze dann eben nicht mir dann den ganzen Code wieder durcheinander haut, wenn ich dann einfach nur mal das Medium ändere, das Übertragungsmedium, weil was anderes ist es ja eigentlich nicht. Und zwar zeige ich jetzt einfach mal ganz kurz, wie ich das gelöst habe. Kennen wahrscheinlich viele schon, einfach nur ganz kurz schneiden wir es mal an. Und zwar als erstes, das war halt ein Adjudicator für ein Brettspiel. Und der hat halt drei Funktionen. Man kann Metadaten sich holen. Wenn man was anfängt, kann man die initialen Daten holen. Und man kann hier was auswerten. Das ist nur das Interface. Das heißt, es ist unabhängig davon, ob es jetzt als Kommandozeile wird oder über irgendwelche Webanwendungen, Microservices oder was weiß ich was, woanders liegt. Dann, er liegt meistens bei mir im Utility Directory. Da kommt halt immer alles rein, wovon ich keine Ahnung habe, wo es sonst hinkommen sollte. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Dann haben wir hier noch eine konkrete Implementierung davon. Hier noch mit der Process-Komponente von Symfony direkt, weil damals war zumindest noch nicht die Terminal-Komponente in Laravel News, dass sie das so promoted hätten. Und ich meine, was macht es? Wir laufen wir führen halt hier ein Kommando aus. Ja, ich habe natürlich jetzt nicht das gemacht, was ich selber gesagt habe, dass ich die User-Submitted-Variable nicht escaped habe. Aber ich habe gesagt, naja, die gibt der Administrator ein. Also von daher sollte das schon halbwegs hinhauen. Dann wird der Prozess ausgeführt. Wenn er nicht erfolgreich ausgeführt wird, das heißt, wenn ein Fehler erkannt wird, dann wird eine Exception geworfen und wenn nicht, wird der Output dann als JSON decoded. Und dann, kennt er ja auch, wird es über den App Service Provider gebunden. Das heißt, wir haben dieses Interface, wird an diese konkrete Implementierung gebunden. Und dann haben wir, und dann wird halt immer, wenn wir hier irgendwo in der im Konstruktor sagen, ja, wir wollen dieses Interface haben, dann wird halt da jeweils das eingefügt, was wir haben wollen, unabhängig davon, ob wir jetzt Web oder was anderes haben. Das heißt, es ändert sich eigentlich nur eine Zeile dann hier im Code, hier in unserem App Service Provider. Und ansonsten sind wir eigentlich völlig autonom davon, wie es jetzt implementiert ist. Und hier kann man sehen, naja, das ist jetzt hier PHP 8 Syntax. Das heißt, wir rufen den halt auf und nehmen dann halt eine Methode davon, die in diesem Interface definiert ist. So, und jetzt noch zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Was haben wir jetzt alles gemacht? Als erstes, wir müssen bei den Kommandozeilenanwendungen schauen, wenn wir den Output verarbeiten wollen, dass er lesbar ist und dass auch keine interaktiven Queries irgendwie da drin sind. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze ausführen kann. Zum einen gibt es halt exec bzw. shell exec, also die nativen von PHP bereitgestellten Methoden. Dann die Symfony Process Komponente, die kommt mit Laravel. Das heißt, man muss nichts zusätzlich implementieren, installieren. Wenn man das Ganze ein bisschen schöner
ja, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Das heißt, wenn man das Ganze ein bisschen schöner geschrieben haben will, dann kann man auch noch Terminal verwenden, was halt eigentlich am Ende des Tages auch nur ein Wrapper für die Process-Komponente von Symfony ist. Und wenn man ganz krass drauf ist, dann kann man sagen, ja, okay, gut, ich will auch noch, dass dann alles irgendwie richtig gelockt wird, etc. pp. Und da kommt man dann eigentlich schon in den Bereich, wo man einen eigenen Treiber schreiben müsste. Da gibt es dann auch schon bereits ein Package, was so ein paar nützliche Klassen vorgefertigt hat. Das heißt Binary Driver. Und man kann dann da noch so ein bisschen, wie es implementiert ist, kann man dann auch in PHP FFmpeg schauen. Also das ist ein Treiber für FFmpeg. Und ganz wichtig, steht eigentlich viel zu klein da unten, User Input auch im Zusammenhang mit Kommandozeilen immer escapen. Ich meine, ja, man kann dann auch noch irgendwas machen über Benutzerrechte oder Executable-Rechte und Firewalls, aber man kann das eigentlich auch schon zumindest im ersten Anlauf vermeiden, beziehungsweise ein zusätzliches Layer an Sicherheit schaffen, indem man den User Output escaped. Und ja, das wäre es dann schon von meiner Seite. Ich schaue jetzt mal ganz kurz noch durch, was sonst noch so für Sachen gibt. Ich kann vielleicht dazu auch noch eine kleine Story erzählen, weil ich zufälligerweise ja die CLI in der Hetzner Cloud auch betreue. Und es gab tatsächlich mal einen Kunden, der die CLI gerappt hat, anstatt die API direkt zu benutzen, in seiner WHMCS-Anwendung. Also er wollte quasi die Hetzner Cloud Server resellen. Das hat er da allerdings nicht mit User Input escapen gesichert, in Anführungsstrichen, und irgendwann hat er sich dann bei uns gemeldet und gesagt, ja, die CLI ist unsicher, warum auch immer wurde jetzt mein kompletter Server gelöscht. bis wir dann herausgefunden haben, was tatsächlich das Problem war, beziehungsweise was die Ursache war, vergingen dann auch ein paar Stunden und ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich schockiert darüber, dass man tatsächlich einfach so blind User-Input vertraut. Sollte man in keinem Fall tun. Das, das stimmt. Ich meine, aber trotzdem machen wir es dann am Ende des Tages viel zu oft, zumindest ich. Leider. Ja, das wäre es dann von meiner Seite. Ansonsten, ja, nee. Oh ja, Adrian Nürnberger hat noch gesagt, dass man Terminal gut testen kann. Aber ansonsten, nö, SSH-Tunnel lasse ich euch auch nicht aufmachen, weil ist ja mein Computer. Aber ja. Also dann, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Danke für diesen umfangreichen Vortrag. War auf jeden Fall super spannend, super interessant. Ich gehe mal davon aus, wenn es dazu noch Fragen gibt, dann können wir das gleich im Mingling in aller Ausführlichkeit beackern. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch einen letzten Vortrag heute Abend und der kommt von unserem Marvin und der erzählt uns, warum man Tailwind CSS nicht zwangsweise benutzen muss. Er hat sich dafür sehr in Schade geworfen, wie ich finde. Und dann übergebe ich einfach das Wort an ihn für unseren letzten Talk heute und ja, viel Spaß. Ja, ich mach einfach mal meine Kamera aus, weil mein Internet ist schlecht. Deswegen stellt euch mir einfach vor, wie ich hier im Anzug sitze und sehr schick aussehe. Bevor ich dazu beginne, wollte ich einmal so in die Runde fragen, wer von euch macht überhaupt Frontends in irgendeiner Art und Weise? Und welches CSS-Framework benutzt ihr? Benutzt ihr Bootstrap, Bulma? Arbeitet ihr mit Tailwind, Beautify, was weiß ich, was es da nicht alles gibt? Schreibt es doch einfach mal kurz in den Chat rein. Dafür nehmen wir uns jetzt auch tatsächlich mal 5 bis 10 Sekunden. Und ich beantworte es einfach mal hier. Also ich nutze für die Frontend-Sachen, die ich noch mache, tatsächlich ausschließlich Bootstrap, weil ich mit Tailwind CSS irgendwie nicht warm werde. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, also wie ich hier sehe, sind hier sehr viele Leute, die Tailwind mögen. Dementsprechend kann ich euch heute ein bisschen schön angreifen und mit meinem Vortrag, ich gehe jetzt mal hier auf Bildschirm teilen, zack, zack, zack und jetzt
Ich mache hier nochmal den YouTube, ich kann jetzt den Chat nicht mehr sehen. Dementsprechend, wenn ihr schreit, ich höre euch nicht. Genau. Prinzipiell ist mein Vortrag, you don't have to use Table in CSS. Damit möchte ich halt Table in CSS nicht zwangsläufig schlecht machen, sondern ich möchte halt nur so eine Idee geben, warum vielleicht Table in CSS nicht das Beste ist, wo ihr benutzen könnt. Das war gerade sehr ruhrpottisch. Naja, auf jeden Fall haben wir halt den Punkt, dass ich letztens mit jemandem kommuniziert habe, der halt irgendwie Laravel neu einsteigen möchte. Und der war sich dann halt nicht so sicher. So okay, für ihn war auch Webentwicklung allgemein sehr neu. Und dann stellte sich halt die Frage, wie mache ich jetzt am besten Oberflächen? Und wie mache ich das? Mache ich das mit Bootstrap oder benutze ich da dieses Tailwind? Was empfiehlst du? Und ich habe halt ein bisschen drüber nachgedacht. Und so ein paar Stellen möchte ich halt einfach sagen, ist halt Tailwind nicht die beste Entscheidung. Zum einen, in diesem Fall hatten wir halt irgendwie Business Applications entwickelt und da kommt es halt nicht so sehr drauf an, wie das Design am Ende aussieht. Prinzipiell, es nutzen sowieso nur 3 Personen und es ist halt in Ordnung. Man kann sich halt die gesamte Designarbeit sparen, weil das halt keine Anforderung ist. Also wir haben halt hier jetzt nicht irgendwas, was vielen Personen irgendwie zur Verfügung steht, so, keine Ahnung, Consumer-Zeugs, so würde man Chefkoch.de machen, wäre vielleicht Tailwind die bessere Wahl, aber dann würde man halt letztendlich auch mit einem Designer arbeiten. So, und wenn man jetzt halt ein Team hat, was halt sowieso kein Designer hat, sondern halt nur aus Softwareentwicklern besteht, die hauptsächlich auch mehr so eine Backend-Affinität haben und sich lieber damit beschäftigen, wie jetzt tatsächlich die Business-Logiken aussehen, als tatsächlich wie die Frontends aussehen, dann ist halt auch die Frage, ob tatsächlich Tailwind wirklich perfekt ist. Weil Bootstrap hat halt einfach den Vorteil, dass viele Komponenten halt schon vorgefertigt sind. Man kann sie halt relativ leicht benutzen und muss sich halt nicht noch Gedanken um alle möglichen States machen. Und als Entwickler, der vielleicht auch nicht so viel Designerfahrung hat, wenn er sich jetzt tatsächlich hinsetzen müsste und versuchen müsste, ein schickes UI zu machen, dann kommt da vielleicht was bei rum, was nicht so ganz schön aussieht. Und das Ergebnis wäre wahrscheinlich besser, wenn man es halt dann mit Bootstrap machen würde, statt mit Tailwind. Und ich hatte da halt auch in der Vergangenheit in einem Projekt mit wem zusammengearbeitet, der halt auch bewusst auf Bootstrap verzichtet hat, weil Bootstrap-Anwendungen sehen ja generell scheiße aus und wir machen das lieber alles von Hand selbst. In dem Fall war das halt irgendwie ein sehr komisches CSS-Konstrukt. Aber es war halt auch kein Spaß und alle anderen Entwickler haben sich halt aus dem Frontend rausgezogen und dann war da halt nur noch eine Person, die halt tatsächlich Frontend machen konnte. Und letztendlich würden wahrscheinlich mehr Entwickler dran arbeiten können, wenn man halt sagt, okay, wir benutzen jetzt Bootstrap, weil irgendwie Bootstrap-Formulare kriegt irgendwie jeder zusammengeklöppelt, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise. Und es sieht dann halt immer einigermaßen in Ordnung aus. Und der dritte Grund, warum ich halt irgendwie sagen würde, Bootstrap wäre halt nicht so, ist nicht zwangsläufig, Quatsch, Tailwind ist nicht zwangsläufig die beste, weil es halt einfach, wenn man sich den Quellcode ansieht. Prinzipiell habe ich hier den Krempel und ja, ich weiß, man kann es halt generell in eigenen Klassen auslagern, aber es muss man halt auch tun. Wenn man jetzt tatsächlich in einem Team ist, wo man halt irgendwelche Business-Anwendungen schreibt, dann landet man irgendwann immer in so einem Code, weil dann letztendlich hat man halt irgendwie früher aufgehört oder es war irgendwas anderes Wichtiges und man hat halt einfach keine Zeit, das irgendwie sauber zu machen, weil man halt auch keinen Designer hat. Und das einfach verglichen mit dem Gleichen in Bootstrap ist halt einfach schon mal wesentlich schöner. Genau, und dementsprechend prinzipiell, wenn man halt irgendwie eine Business-Anwendung schreibt, würde ich halt einfach sagen, vielleicht ist Bootstrap die bessere Wahl, weil man sich da halt einfach sehr, sehr viel Mühe mit spart. Besonders, wenn man keinen separaten Designer hat oder wenn man nicht wirklich Bock hat, ein Design zu machen.
Jetzt kommt aber so ein bisschen aber, so, weil ich finde halt Tailwind jetzt auch nicht ganz scheiße. So, prinzipiell, wenn du halt wirklich mit einem Designer arbeitest, ist halt schon mal der eine Grund, oder halt sehr hohe Anforderungen an das Design hast, dann hilft dir das halt ungemein. Aber was halt auch sehr praktisch ist, ich finde die Utilities unglaublich gut. Und ich finde die besser als die vom Bootstrap oder jeden anderen Framework, was ich halt irgendwann mal benutzt habe, so an Komponenten-Frameworks. Die Utilities sind halt in der Regel immer so, ja, die sind halt eher scheiße. So, und Tailwind ist halt relativ gut darin. Also ich muss sagen, die Utilities sind sehr gut umgesetzt. Und wäre eigentlich schön, wenn man es halt irgendwie noch weiter benutzen könnte. Und wenn man halt irgendwie so sich so ansieht, anderer Grund, warum man halt jetzt sagen, ja, ich muss jetzt Tailwind benutzen, weil die Laravel-Presets sind halt schon in Tailwind. So, wenn man halt irgendwie Breeze oder Jetstream benutzt. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil eigentlich wäre es doch schön, wenn man halt auch noch eine Bootstrap-Variante hätte, weil tatsächlich nicht alle Personen Tailwind unbedingt brauchen für den Alltag. So, und ich glaube, momentan werden halt auch viele dadurch, dass die Presets halt alle standardmäßig mit Tailwind kommen, so ein bisschen gezwungen, Tailwind zu benutzen, auch wenn das halt nicht wirklich objektiv sinnvoll ist für den Use Case. Und vielleicht ist es dann eine gute Verwendung für Tailwind, aber es ist ein bisschen schade. Und ansonsten, Tailwind ist ziemlich cool, deswegen sollte man Tailwind auf jeden Fall benutzen. Naja, und was ist mit Tailwind UI? Naja, ich für meinen Anwendungsfall, was halt tatsächlich einfach nur irgendwelche Business-Anwendungen ist, wo man halt irgendwelche lustigen Formulare hat, wo irgendwelche Geschäftsleute ihre Zahlen eintippen und dann hinten fällt eine Excel-Bar raus, ist das halt einfach unsinnig, weil letztendlich ist das quasi so, als würde ich $150 für Bootstrap bezahlen. Und ich kriege dann halt auch nicht vernünftige Klassen vorbereitet, sondern ich kriege dann halt diesen Kladderadatsch. Ich weiß nicht, die machen halt jetzt auch ein bisschen mehr was, mehr in die Richtung, dass das, glaube ich, in Komponenten schon zusammengefasst wird, wenn ich das richtig verfolgt habe. Aber trotzdem, keine Ahnung, ich finde es dann einfacher, sich direkt Bootstrap zu benutzen und dann halt einfach auf Tailwind zu verzichten. Einfach nur Anwendungsfall bezogen. Und letztendlich, wenn man Bootstrap benutzt, was halt ganz interessant ist, man kann sich das halt importieren, so wie jetzt hier mit diesem SAS-Befehl. Und ich kann da halt auch einmal reinklicken und dann sehen wir halt auch, dass Bootstrap halt tatsächlich aufgeteilt ist in mehrere Bereiche. Und es wird halt noch interessanter, sorry, falsche Datei. Es wird dann halt noch interessanter, so wenn man halt sich einfach mal kurz anguckt, wie Tailwind aufgebaut ist. Tailwind hat halt irgendwie Base Components, Utilities Bereiche und dann kann ich hier zwischen halt auch meine eigenen Klassen definieren, wenn ich es möchte. Haha, aber was ist, wenn meine eigenen Klassen Bootstrap sind? Und das finde ich dann halt ganz interessant, weil letztendlich könnt ihr halt Folgendes machen. Ich habe ja irgendwie Tailwind Base und dann habe ich hier meine Bootstrap-Krempel. Den habe ich halt ein bisschen aufgeteilt. Root Reboot Type ist halt noch hier oben im Base-Teil. Dann kommen Components und dann kommen halt die ganzen Bootstrap-Components. Und das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist die Bootstrap-Utilities rausgeschmissen, weil ich die halt nicht mag. Und dann halt so eine Tailwind-Utilities zu benutzen. Und dann haben wir halt so ein bisschen was aus beiden Welten, finde ich. Man hat zum einen halt, ich habe die fertigen Components, ich brauche mich halt nicht darum zu kümmern, wie ein Button auszusehen hat. Und ich kann halt auch mit anderen Entwicklern zusammenarbeiten, weil die halt relativ leicht Bootstrap verstehen. Besonders wenn die nicht so designaffin sind, kriegen die halt trotzdem irgendwie noch Formulare damit hin. Aber ich habe zum anderen auch noch die Tailwind Utilities und kann die halt ganz gut bedienen. Und wenn ich jetzt hier halt einfach ansehe, besonders für Anwendungen, die halt einfach irgendwie im Business-Bereich sind, wo es halt einfach nur drei Leute sind, dann habe ich halt so schnell was zusammengehämmert, was halt funktioniert und halbwegs gut aussieht, ohne dass ich mir tatsächlich irgendwelche Design-Gedanken machen muss. Und der Quelltext, wie gesagt, größtenteils ist das halt dann Standard Bootstrap-Quelltext und dann kann man halt so beide Welten so ein bisschen mit vereinen. Und prinzipiell so zusammengefasst
lässt sich sagen. Tailwind finde ich halt ganz gut, aber ich würde es halt zum Beispiel nur verwenden, wirklich bei Designanwendungen. Und man kann sich die Mühe sparen, sämtliche Komponenten einzutauschen, besonders wenn es keine Sau interessiert, wie das aussieht, dann kann man halt auch besser auf Bootstrap zurückgreifen. Und das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema. Und wir gehen jetzt auch gleich über ins Mingling. Und da würde ich euch einladen, einfach mal eure Meinung dazu sagen, weil die interessiert mich sehr. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank für den letzten Vortrag. Ich glaube, meine Internet-Connection. Ja, dann mache ich, glaube ich, weiter. Aber wir sind. Ja, deine Internet-Connection ist schlecht. Ja, dann übernimm du mal. Ja, okay. Dann erstmal vielen Dank an unsere drei Vortragenden. Sehr interessanter Talk. Dann übernimm du mal. Ich bin schon dabei. Okay. Ja, ich hoffe, ihr werdet jetzt gleich den Marvin alle nicht lynchen. Wir brauchen ihn noch. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Mingling und wir sehen uns dann wieder. Der nächste Meetup-Talk ist am 3. Mai geplant um 20 Uhr. Und wenn ihr irgendwie einen interessanten Talk habt, über den ihr reden wollt oder irgendwie ein Projekt vorstellen wollt oder sonst irgendwie was, dann schreibt Marvin, Lars oder mir oder aber dem Twitter-Account Laravel PHP-DACH und oder laravel-de, ich weiß gerade nicht. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Discord-Channel. Habt Spaß, genießt den Abend. Und wenn ihr das irgendwann später seht, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gut, dann vielen Dank. Danke, ciao. Tschüss.